Und Glauben an Jesu sind die einzigsten Säulen, auf die wir unseren Glauben aufbauen können. Also heute in der New Age Bewegung Schlüssel und Amulette und Pyramidenkraft und Astrologie und Heilung, natürliche Heilung und natürlich Enochienwerke, das sind gnostische Geschriften, das ist Gnostizismus, das ist worum es geht. Es geht auch um Hexentum und Magie und schwarze Magie, weiße Magie, alle diese Dinge sind egal. In dem magischen Kreis sagt eine Hexe das Folgende, die großen Meister des Universums rufen uns zu einer Illuminati des Firmaments, eine Illuminati des Firmaments. Und die Macht wird erhöht des Illuminati. Dieses Illuminati weist eigentlich hin auf Luzifer. Und da gibt es Divination, Zeitenlesen, Enchanters, Hexer, Hexen und so weiter. Reden mit Geistern, Necromancers, reden mit den Toten und so weiter. Alle diese Dinge, die in Deuteronomium 18, Vers 10 verboten werden. Alle diese Dinge werden getan. Aber Deuteronomium sagt, nein, wir sollen nichts damit zu tun haben. Also sprechen mit Geistern vom Himmel, sollten wir nicht tun und so weiter. Gut, wer sind diejenigen, die heute kanalisieren und welche Botschaft haben sie? Eine davon ist Virginia Essien. Sie sagt, Jesus redet zu ihr und dieser Jesus sagt, Tod ist eine Schöpfung der Menschheit und nicht von Gott. Also Gott hat keinen Tod verursacht, es gibt keinen Tod. Tod existiert nicht. Er ist Jan Kuri, er schreibt, du kannst nicht sterben, du lebst für ewig. Er ist Clive Barker, er schreibt, das Leben des Todes, da gibt es keinen Tod. Jetzt ist das Schlangenrede oder Gottesrede? Ist doch Schlangenrede. Ecclesiastes 9, was ist das? Prediger 9, Vers 5 bis 6. Die Lebendigen wissen, dass sie sterben werden, aber die Toten wissen überhaupt gar nichts, sagt die Bibel. Aber die wissen alles. Die können mit den Tarotkarten können sie kommunizieren. Alchemie, heutzutage geht Alchemie, um die Gottheit zu entdecken, das Edle in uns. Und die Magie ist schwarze oder weiße Magie. Und natürlich androgenische Gottheit. Und die Säulen sind wie beim Katholizismus, Baal-Hadad und Apollo. Oder kannst Maria draufstellen, ist auch egal, denn männlich oder weiblich macht keinen Unterschied. Das ist also Sonne, Mond und Stern, die ägyptische Dreieinheit. Noch eine Kanälin, eine sehr wichtige, ist Jay-Z Knight from New York. Sie schreibt, sie redet mit einem Meister, der heißt Ramta. Und all die Filmstars sind in ihrem Stall. Hier ist Jay-Z Knight, so sieht sie aus, recht hübsche Frau. Horus Publishing Company sagt uns schon etwas. Ramta-Symbol ist dieses Dreieck. Und naja, sehr interessante Freimaurerzeichen gibt es da auch, aber lassen wir das mal. Ramta, was sagt dieser Ramta? Ich habe viele Wege versucht, um euch zu erinnern von eurer Größe, eurer Macht und eures ewigen Lebens. Also ist auch ein Lügner. Wir waren Könige, Sieger, gekreuzigte Christusse, Lehrer, Freunde, Philosophen und so weiter. Von Zeit zu Zeit haben wir mit den Menschen zu tun gehabt, we intervened in the affairs, wir haben Dinge gesteuert hier auf Erden und dafür gesorgt, dass ihr euch nicht vernichtet und so weiter. Und wir haben eure Evolution zur Freude haben wir
beobachtet. So, hier ist Jay-Z Knight. Das ist nicht ein sehr gutes Video, der Ton ist nicht sehr gut. Sie beschreibt da, wie sie Ramta zum ersten Mal sah und dann sagte sie zu ihm, du bist so schön, du bist so wunderschön. Er war wie Glitzer in der Sonne, er war wie helles Licht. Und er hat zu ihr gesagt, ich bin Ramta, der Enlightened One, der Eingeweihte, und ich bin gekommen, euch über den Graben zu helfen. Hier hat sie noch ein Zitat. We cannot become near to God in giving our power away to a concept that there was only one Son of God, for it begs the question, then who are you? Ah, habt ihr es mitgekriegt? Wir können nicht uns übergeben an einen Konzept, dass da nur ein Gottes Sohn war, denn dann ist die Frage, wer bist du? Okay, danke Jay-Z. Was hast du noch zu sagen? Das ist das Beste. Aber what is the good news? The good news is the thing that the church calls blasphemous. The good news is the thing that the church calls blasphemous. All the people to be divine as if they were God. And it's the one teaching they forbade anyone to have. There is only one place that God is explained in his most extraordinary and simple concept, and that isn't the church. It happens to be the nemesis of the church. It's called science. Wow. Habt ihr mitgekriegt, was sie gesagt hat? Die eine Lehre, welche die Kirchen unterdrücken, diese Lehre, die sie nicht haben wollen, dass ihr sie hört, ist die Lehre, dass ihr Gott seid. Ja, ganz direkt. Aber die Kirche wird endgültig ihr Maßstab, sie werden ein Nemesis, ihr Ende, ihr endgültigen Gegner, ich weiß nicht, was das in Deutsch ist, werden sie entgegnen. Und das ist die Wissenschaft. Die Wissenschaft wird die Kirche kaputt machen. Interessant. Versuchen Sie es? Ja, und wie? Die Glaubwürdigkeit der Kirche wird vernichtet durch die Evolutionslehre, aber sie sagt, wir sind Gott. Gefallener Engel wird gebraucht in der Drogenwelt. New Age gebraucht Drogen, um diesen veränderten Zustand zu erreichen. Hier wird ein Feuer laufen, geübt bei zum Beispiel den großen Firmen der Welt und der Regierungsfirmen. Das hier ist ein sehr guter Bekannter von mir. Der wurde durch die große Kraftwerkorganisation in meinem Land dazu gezwungen, hier rüber zu laufen. Esoterisch, naja, der arme Kerl. Und der Okkultismus wird betrieben in der Wirtschaft, überall. Das ist das kanalisierte Werk, A Course in Miracles. Und Helen Schuckman, die Psychologin, schreibt das von Columbia University. Ein ganz wichtiges Werk, das in der New Age-Bewegung sehr viel gebraucht wird. Sie hört Stimmen und über 7 Jahre wird dieses Buch kanalisiert. Und hier schreibt sie, von wie sie die Stimmen gehört hat. Und sie fragt, wieso ich? Ja, sie hat sich geöffnet dafür, sagt die Stimme. Was sagt sie über Jesus Christus in diesem Werk? Da ist keine Notwendigkeit, um Hilfe zu bekommen, um in den Himmel zu gehen, denn wir haben den Himmel noch nie verlassen. Wir brauchen keinen Jesus, wir brauchen Jesus Christus nicht, wir können selber in den Himmel gehen, wir waren ja noch selber nie weg vom Himmel. Und dann gibt es solche kanalisierten Mantras, die nachgesprochen werden müssen, um in einen höheren Zustand hineinzuheben. Dann sagt sie natürlich auch die andere Seite, wir werden nicht sterben,
Wir müssen vergessen von Sünde und Schuld. Genau wie Robert Schuller in seinem Crystal Palace das auch sagt. Also typische Freimaurerlehre. Scientology macht genau das Gleiche. Scientology gebraucht eben nur ein E-Meter, ein Lügengerät, um auszufinden, was einen noch stört. Und wenn man alle Hindernisse aus dem Leben weg hat, dann ist man auch Gott. Interessant. Naja, die Wissenschaft kann uns helfen, um Gott zu werden. Und so sind wir voller Magie. Und jetzt kommt die letzte Stufe, wird gesagt. Und wir sind in dem neuen Zeitalter. Also die Bibel lehrt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die New Age lehrt, nein, er ist nur eines der Meister und ein Minderwertiger. Die Bibel lehrt, dass wir durch Gnade gerettet werden. Sie sagen, nein, wir werden durch Werke gerettet. Die Bibel lehrt, dass Jesus die einzigste Erlösung bietet. Nein, die New Age sagt, wir müssen den Christus erwecken. Die Bibel lehrt, dass Lucifer ist der Teufel. Die New Age lehrt, Lucifer ist der wahre Sohn Gottes. Die Bibel sagt, betet Gott an. Die New Age sagt, betet die Schöpfung an. Die Bibel sagt, der Mensch ist ein geschaffenes Wesen. Die New Age sagt, nein, er ist nicht geschaffen. Die New Age lehrt auch den Pantheismus und die Bibel nicht. Die Bibel lehrt eine Auferstehung, die New Age eine Reinkarnation. Die Bibel lehrt das Wort Gottes. Die New Age sagt, wir brauchen das Wort Gottes nicht, werden wir gleich sehen. Und die Bibel lehrt eine Wiederkunft und die New Age erwartet den Maitreya. Die Bibel sagt, kehrt von der Sünde weg. Es gibt keine Sünde, nur Unwissenheit. Die Bibel sagt, wir müssen wie Christus werden durch Heiligwerdung oder durch Heiligung. Ja? Und die New Age sagt, nein, entdecke deine eigene Gottheit. Natürlich Mutter Teresa, von der wir früher sprachen, war sehr mit der New Age Bewegung engagiert. Und sie hat auch gelehrt, dass wir ein besserer Hindu, ein besserer Muslim, ein besserer Katholik werden und so weiter. Irgendeine von den Richtungen, entweder Hinduismus, Buddhismus, macht nichts. Was Gott in deinem Kopf ist, das musst du akzeptieren. Also wenn er ein Frosch ist, dann ist er ein Frosch, ist auch egal. Und Buddhismus hier in der katholischen Kirche, der Dalai Lama, zwischen Buddhismus und der katholischen Lehre im Innenkreis, kein Unterschied. Und endgültig natürlich eine Zusammenkunft der großen Religionen, in einer großen Initiative, wie wir es schon besprochen haben. Hier ist der Dalai Lama. Er ist natürlich eine Reinkarnation des Lamas. Und seine nächste Generation lebt auch schon. Also dieser Dalai Lama ist in zwei Körpern reinkarniert. Wie er das aushält, weiß ich nicht. Der rennt sicher von einem zum anderen. Und er ist auch ein Gottmensch, genau wie der Papst. Und naja, darum sind sie ja auch solche guten Freunde. Und das ist der Weg zu Nirvana. Und das Nirvana im Buddhismus besteht darin, dass ich mich vollkommen leer mache. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch zu füllen, nicht um leer zu machen. Und es wird ein Paradies des Nichts versprochen, des Leerseins. Und alle rennen sie zum Osten, zu diesen Gottheiten. Und jetzt natürlich, Jesus Christus ist nicht mehr der einzige Gott, jetzt haben wir viele Götter. Jetzt sind alle plötzlich Gottheiten, die dieses Nirvana erreicht haben und diese Einheit entdeckt haben. Und wir können jetzt bei ihnen lernen, wie das gemacht wird. Hier ist der Gottmensch, Rushira Avatar Adi Da Samrash. Hier ist er mit seinen weiblichen Anhängern. Was da los ist, das, wie sagt man da, geht auf keine Kuhhaut. Und hier, wenn der reinkommt, alle fallen nieder und beten ihn an. The most exquisitely bright being, dieses helle Wesen, kommt da hineingesprungen und er schreibt, ich bin der Avatar des Brightness, des Lichtes. Und alle müssen sich in mich verlieben, sagt er. So, alle müssen sich in ihn verlieben. Vor allem die Frauen. Das hat er am liebsten. Gut.
Amrita Ananda Mayi Amma, das ist die andere Göttin auf Erden heutzutage. Aber das sind nicht nur Göttinnen, die so im Hintergrund sind. Nein, Amma empfängt den globalen Peace-Preis für Frauen von religiöser und geistlicher Führer. Und war wo? Palais de Nation, Genève. Und sie kriegt eine besondere Ansprache bei der UNO. Diese Gottheiten reden da. Da ist Amas UN Address. Da ist eine Wahrheit, die durch die ganze Kreation strahlt. Durch Flüsse, durch Berge, durch Pflanzen, durch Tiere, durch die Sonne. Was ist denn das? Pantheismus. Und das ist ihre Ansprache, ihre Rede bei der UNO. Toll. Noch ein Avatar, der Gott war, ist der Avatar Meher Baba. Und der ist natürlich auch Gott hier. Und dann dieser hier ist auch Gott. His Divine Grace, seine göttliche Gnade, Hochheit. Der Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Und wer ist das? Das ist der Gründer der Hare Krishna Bewegung. Der ist auch eine Gottheit. Hier ist ein Hare Krishna Tempel. Da sitzt er auf seinem Thron. Natürlich nur eine Figur von ihm. Und naja, schön dämonische Dinge da drin. Und dann das typische Okkulte. Ist interessant, das Okkulte macht immer die Bibel nach. Denn Satan möchte sein wie Gott. Also im Okkulten hat man immer 12 rund um einen. Das ist eine Kopie von, Jesus hatte 12 Jünger, da waren 12 Stämme und so weiter. So hat Satan auch 12 um einen. So all die Bilder, die man sieht von diesen Gottheiten, dann hat man die 12 um den einen, hier auch die 12 um den einen. Da all die nackten Frauen, 12 um den einen. Und dieser Krishna ist natürlich diese Gottheit, mit denen man sich vereinigen kann. Die Beatles waren natürlich Hare Krishna Nachfolger. Dann Sai Baba. Ihr müsst natürlich wissen, was heißt Bab? Bab heißt Tor. Und darum hieß es ja auch damals Bab El. Tor zu Gott. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Er ist der einzigste Bab. Aber die nennen sich alle Bab, Tor zum Himmel. Und dieser Sri Shirdi Sai Baba, der ist jetzt auch schon verstorben, aber er lebt schon wieder in einem anderen, den zeige ich euch gleich. Hier ist der Swami Dhirendra, das war der beliebteste Swami von Indira Gandhi. Und dann natürlich seine Heiligkeit Maharishi Mahesh Yoga. Wenn wir mal lesen, was der Mann sagt, wow, schrecklich. Aber naja, er ist seine heilige Gottheit da, Maharaj. Genau hier alle Religionen zusammen. Seit einem interessanten Datum, 1844, gibt es diesen Bab. Und dieser Bab sagt, dass er Gott ist, da ist der Nächste, ist auch ein Gott. Und natürlich, Sai Baba ist diese Reinkarnation von dem ursprünglichen Sai Baba. Zweimal täglich erscheint der allmächtige Gott, Sai Baba. Und es gab etliche Gerichtsverhandlungen über schreckliche Dinge, die da passieren. Darüber will man überhaupt gar nicht reden. Aber dieser Mann, der die Blume so trägt, in seinem goldenen Wagen, da ist er. Das sind die Gottheiten der Welt. Und die Deutschen beten sie an. So was. Weißt du, man will wirklich mal eine Gehirnwäsche machen. Und wer führt den Hinduismus? Naja, die Jesuiten. Da sind die Jesuitenpriester und sie sind Swamis. Und viele von diesen Swamis sind nichts anderes als Jesuiten. Jesuit Swamis ziehen sich an wie die Hindu-Gurus und sie sind sehr beliebt. Da feiern sie eine Messe und da sind sie Gurus. Alles für allemann. Die Jesuiten stecken hinter allem. Hier ist noch einer, Bhagwan Sri Rajneesh Osho. Das ist ein Sexkult, wie es noch keinen zuvor gab. Mit allen Frauen, die ihn anbeteten als Gott, müssen rot anziehen. Er hat 50 Rolls Royces, warum nicht?
Und hier könnt ihr euch ein Video ansehen, über wie die Leute ihn verehren und was sie sagen. Er ist Gott und sie verehren und beten ihn an. I just met Bhagwan and there it was. It's nobody else than him. Bhagwan is my master and I love him. I'm in love with him. That's the only thing I can say. After fleeing his native India, has purchased a 100 square mile ranch in central Oregon, to which his red-clad disciples flock from all over the world. Whose astonishing title literally means highest spiritual teacher, Lord of the Universe, Honorable Sir and King. Rolls Royces 2 or 3 times a day and is worshipped, literally adored by his thousands of Western followers. It is so saddening to see their devotion for a mere human being who considers himself God and their submission to his spiritual rules, like wearing his picture around their neck continually or wearing various shades of red always or changing their names to Indian ones. I have no words. It is a love relationship. Anyone could be near the beloved master and witness the love, the compassion, the humility, the grace, the generosity. No one in his right mind would not know that this is a walking, talking, living God on earth. In all scriptures you will find that the master is the... Naja, wir brauchen nicht das Ganze sehen. Sie haben so viele Rolls Royces, Sie haben so viele Gebäude, Sie haben Bodyguards und. Ken Wilder schreibt, dass die große Göttin Kali, die Frau von Shiva, ist eigentlich die alte Muttergöttin. Und sie lehrt uns etwas, dass wir nicht ein Ersatz Sacrifice, Opfer im Blut nötig haben. Wir haben keinen Jesus Christus nötig. Wir brauchen diese mit den Strubbelköpfen und was weiß ich, diese Götter, die können uns erlösen. Aber einer, der für uns gestorben ist, den brauchen wir nicht. Sie lehren auch, dass der Sündenfall ein evolutionistischer Vorausgang war. Sie werden sogar so frech, um zu sagen, dass wir Gottheit erreichen können dadurch und dass Adam und Eva nicht aus dem Garten herausgeschmissen worden sind, sondern erwachsen wurden und rausliefen. Und dafür müssen wir Eva Danke sagen und sie nicht blamieren. Gut, das ist ein ganz wichtiger Theologe, Matthew Fox, eines der großen Denker, natürlich katholischer Priester, jetzt episkopaler Bischof, eins und dasselbe, ob das in demselben Brei ist. Und der lehrt genau das andere. Dieser Christus, der ist im Allen, der ist in den Sternen, in den Galaxien, in den Walen und so weiter. Pantheismus. Und er lehrt uns, dass wir göttlich sind. Wir sind göttlich. Und alle, die ihn ablehnen, nennt er Christofascisten. Interessant, das ist ein neues Wort. Christofascists. Alle, die ihn ablehnen, diese Fundamentalisten sind Christofascisten. Und natürlich, diese Gottheit, sagt er, wird alle zu einer großen Ökumene zusammenbringen. Und diese Gottheit wird unsere Sexualität und unsere Verehrung Marias und der Göttinnen größer machen. Also dieser Christus ist Satan. Dieser Satan, der kommen wird, um Christus nachzumachen, the reappearance of the Christ, das ist nicht Jesus Christus, der kommt. Um die Kinder noch in die Irre zu führen, müssen wir diesen Potter-Kerl uns auch noch anschauen, auch noch in unseren Gemeinden manchmal. Meine Güte, was suchen wir mit einem Okkultisten, mit dem Zeichen Zeus auf der Stirn? Und dann wird gesagt, er hat gute Maßstäbe. Ist okkultisch. Und natürlich J.K. Rowling und Mary Grand Prix haben die gleiche Haltung hier.
die Filme, die rausgebracht werden, The End zum Beispiel und so weiter, das wird alles durch diese Personen herbeigeführt. Und die Namen, die gebraucht werden in Harry Potter, die Namen, die gar gebraucht werden von diesen Geisterpersönlichkeiten, sind wirkliche Dämonennamen, die in der Satanskirche gebraucht werden. Und sie gebraucht auch dieses Scrambling, dieses Durcheinanderschmeißen von Buchstaben, so wie im Satanismus gebraucht wird. Und Madame Blavatsky, die sagt, Lucifer ist der Logos, der einzigste Gott, Satan ist der Gott dieser Welt. In Harry Potter ist da auch Rede, nicht von einer Blavatsky, sondern von einer Wablatsky. Das ist genau das Gleiche, so satanisches Schreiben, sie umschreiben die Namen. Also so einen Okkultismus sollen wir dulden? Das ist ja lächerlich. Christianity Today, das ist Billy Graham's Magazine, das ist ja auch Freimaurer, die sagen, ja, hier kann man was Tolles lernen. Und die Christen rennen hinterher, und Kinder kommen wie Harry Potter angezogen zu den Gemeinden. Naja, das ist satanisch. Altered State of Consciousness, Bewusstseinstransformation, Träume, Visualisieren, Astrologie, Divination, Spiritismus, Magie, das sind die Dinge, die jetzt mehr und mehr in Ritualen vorkommen. Heiliger Sex und so weiter. Und mehr lesen wir über diese Dinge. Und was die Rockstars so machen, naja, das geht ja heutzutage in die Medien. Die Strategie ist, der Mensch muss deprogrammiert werden, er muss umdenken, er muss in diesen neuen Dimensionen denken. Die Kinder müssen früh programmiert werden, also schon mit 3 Jahren in die Schule und so weiter. Und dann ist die Welt vorbereitet für diesen kommenden Christus, der in vorigen Reinkarnationen so erschien. Und er soll die Welt in kürzeste betreten. Lord Maitreya, der Iman Mahdi, der Sri Krishna, der Weltlehrer, so sieht er aus, wenn er kommt. Sein Fürsprecher augenblicklich ist Benjamin Cream. Und Benjamin Cream ist in Glasgow, Schottland geboren in 1922 und er wird überschattet von Maitreya. Er sagt, dass neu vitalisierte christliche Kirchen und Freimaurerlogen zusammenarbeiten werden, um dieses neue planetische Initiierung herbeizuführen. Also der Mensch wird diesen Christus verehren und die neuen christlichen Kirchen zusammen mit den Freimaurerlogen, das ist Zungenreden und all dieses Zeug, wird das herbeibringen. Und er sagt, Maitreya ist jetzt da. Hier ist ein Video, was er dazu sagt. Be ready to see me soon, to follow my thoughts. My advent is nigh. The world teacher for the New Age of Aquarius, Maitreya Buddha, has been living in London, England, since 1977. The Buddha, 2,500 years ago, made a prophecy that at this time would come into the world another great Buddha, Buddha like himself, by name Maitreya, who would inspire humanity to create a brilliant golden civilization based, as he put it, on righteousness and truth. And that's what Maitreya has come to do. Think on, tension between the eyebrows. He's a member of the Asian community of London. He lives there as an apparently ordinary man, although those are now around him know him as a very exceptional man. Everything I hear, he hears. He can teach through me, he can inspire, he can heal, and so on. So he has a kind of vehicle, like a window in the world, through whom he can work. He told me to get a tape recorder, which I did, a little Grundig portable
And he began to give me long dictations, which I repeated under the microphone. And one night, 3 months after the initial contact, I heard the voice of Maitreya, and he said very little, it was very simple. He said, "I myself am coming. It will be the most extraordinary evolutionary step which humanity will take. We could either accept the principle of sharing or else destroy life." The tensions inherent in the discrepancy in living standards between the developed world and the third world are such as they have within them the seeds of a third world war. That would be nuclear and would destroy all life, human and subhuman. But we have to make the choice. We have to invite him, we have to invite him forward and to come onto the radio and television networks of the world, and on the day of declaration it will be the most extraordinary experience for humanity. We will see his face on the television screens, wherever you have access to television, but he won't speak, he won't say anything, but his thoughts and his ideas will enter telepathically into the minds of all humanity. He will come into mental telepathic contact with the whole of humanity simultaneously. See the light which beckons you into the future, or sound forever the knell of regret. Wenn wir mit Jesus Christus eine Beziehung haben, dann reden wir mit ihm wie von Mensch zu Mensch, ganz normal. Und Jesus hat nicht dieses mysteriöse Stille da im Hintergrund. Ist ja grauenhaft. Und dieser soll auf dem Fernseher erscheinen und telepathisch mit allen gleichzeitig reden. Und er wird die ganze Welt wird er unter sich bringen. Also dieser Christus soll kommen. Maitreyas Mission, Wiederverteilung des Wohlstands. Also nehmen von denen, die reich sind, und geben zu denen, die arm sind. Er sagt, dass der jetzige Papst der Letzte ist vor den letzten Ereignissen. Er sagt, ich bin, ich bin. Er sagt, wir brauchen Gesundheit, wir brauchen Ökologie in Ordnung. Er sagt, Gott ist im Menschen, wir sind göttliche Wesen, sagt er. Vergiss die Theologie. Vergiss Theologie, das Wort Gottes, sondern liebet einander nur. Liebe, Liebe, Liebe ist all, was man hört heutzutage. Liebe, Liebe, Liebe. Und dann sagt er, wir müssen ein neues Verständnis erreichen. Und diejenigen, die an jedem Wort dieser Bibel hängen, die verpassen den Punkt. Sie sind dran vorbei. Gott ist eine Kraft, nicht ein Wort. Also häng nicht an jedem Wort der Bibel. Was sagt die Bibel denn dazu? Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Dann redet er über den Christus, seine Erscheinung ist sehr kurz und alle müssen diese große Invokation lernen. Na, Schulkinder werden es bald alle lernen müssen, wahrscheinlich sehr schnell, müssen alle diese Invokation lernen. Ich werde sie nicht sagen, nie werde ich diese Invokation sagen. Da ist sie und man kann sie ja lesen, alle müssen sie auswendig lernen, aber das ist nicht eine Invokation meines Christus, das ist eine Invokation, die sogar den Tod voraussagt für diejenigen, die nicht gehorchen. Also, alle müssen teilen und alle müssen Gerechtigkeit haben und da ohne gibt es keinen Frieden. Dann erschienen die Kreuze. Und Maitreya ist in 88, ist er zum ersten Mal physisch erschienen, natürlich bei der lieben Schwester Maria hier. Und da ist sein Symbol voll okkult, das ist wie Freimaurerei, da ist das Hexagon, das verkehrte Hakenkreuz, Baal-Hadad-System, Pentagramme, das ist sein Symbol. So ist er erschienen in 88. Hier in Kenia, tausende Menschen haben ihn gesehen, viele sind geheilt worden und CNN war da, CNN hat berichtet, er ist einfach nur so verschwunden in der Luft. Natürlich, CNN wurde gesteuert durch Ted Turner, 33 Grad Freimaurer,
Luciferia. Er erschien auch auf dem Fernsehen in der Welt. Die Fernsehen haben sich selbst angeschalten. In 1998 ist er in diesen Städten erschienen. Und São Paulo, Brasil, Bolivien, Griechenland, Kolumbien, Oregon, Argentina, Kanada, Austria, Österreich, Russland und so weiter. Dann in 99 ist er erschienen in Kroatien, und zwar 100 Christen ist er erschienen, in China ist er 200 Muslimen erschienen, in Polen ist er 150 Christen erschienen, im Sudan 150 Muslimen, in Südamerika haben sie ihn in einem Stadion gesehen, über dem Fußballfeld, 35.000 Menschen gleichzeitig, alle auf die Nase geflogen und ihn angebetet. Das sind seine Erscheinungen in Venezuela, in Schweiz, in der Türkei, meist sogar fundamentalistische Christen, das ist ja interessant. Und wenn die das glauben, ist ja ihre Sache. In 2001 ist er erschienen auch in Argentinien, Brasilien, Indien, Polen, China, Neuseeland und so weiter. Das sind die Zahl Menschen, die es bestätigen, Buddhisten, Christen und so weiter. In 2002 ist er in Paraguay erschienen an 200 Christen und seitdem noch nicht wieder Fisches erschienen. Jetzt soll er erscheinen bei dieser großen Initiation. Naja, wir wissen, dass das nicht biblisch ist. Christus kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er kommt mit den Engeln, den Wolken des Himmels. Es gibt ein Gericht, nicht ein Aufbauen dieser Erde. Er kommt, die Seinen zu erlösen mit seinen Engeln. Er wird sichtbar sein vom Osten zum Westen. Alle Augen werden ihn sehen und es gibt eine Auferstehung. Das ist, was die Bibel lehrt. Aber das ist nicht, was die New Age lehrt. Also kurz zusammengefasst, all die Organisationen, die gegründet worden sind, um Christus als Gott zu entfernen, Christus als Erlöser zu entfernen, haben alle einen Freimaurer-Hintergrund. Das sind die Mormonen, die Jehovas Zeugen, Christian Science Bewegung, die ganze New Age Bewegung wird gesteuert durch Jesuiten. Teilhard de Chardin war der geistliche Führer dahinter. Und die Lehre soll Christus aus den Herzen herausholen. Aber ich und mein Haus, ich warte, bis Jesus wiederkommt. Er wird nicht auf dieser Erde rumlaufen, vom Wegen das Fernsehen gebrauchen. So viel Dreck auf diesem Fernsehen, da will er noch drauf erscheinen, das glaube ich nicht. Ich denke, er kommt im Himmel und wir werden ihn sehen. Und er, der das bezeugt, der sagt, das ist die Wahrheit. Und komm, Herr Jesus, ich warte auf meinen Jesus. Und die Welt kann diesen gerne haben. Der wird 1000 Jahre allein hier hocken, mit niemand zu verführen. Mein Gebet ist, dass wir alle dabei sind, wenn Jesus wirklich kommt. Denn dieses Ereignis, so wie es vorher gesagt ist durch Benjamin Cream, steht vor der Tür. Und es ist nicht nur Benjamin Cream, der es sagt. Ihr könnt es lesen im Geist der Weissagung, da steht es ganz deutlich. Und darüber werden wir auch noch etwas zu sagen haben. Ich glaube, Jesus kommt bald, wir haben nicht viel Zeit. Möge Gott uns segnen. Amen. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder eines Volkes einsteht
denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. 1844 und der letzte Angriff. Worum geht das denn eigentlich? Wir haben schon über 1844 geredet. Und das ging natürlich um die 2300 Abende und Morgende. Und diese Prophezeiung, die wir in Daniel finden, ist eine Prophezeiung, die ganz haargenau erklärt, wann der Messias geboren wurde. Und dieser Messias kann nur Jesus Christus sein und kein anderer. Denn nur Jesus Christus passt in diese Prophezeiung hinein. Und alles ist so haargenau beschrieben. Aber die Prophezeiung endet nicht da, sondern wenn man die ganzen 2300 Jahre hinzuzählt, von dem Ausgang des Dekrets, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll, dann endet das in 1844, ein Jahr der großen Enttäuschung, als man erwartete, Jesus würde zurückkommen, weil das Heiligtum wieder geweiht werden sollte. Aber er kam ja nicht zurück, denn das Heiligtum hat mit dem himmlischen Dienst und nicht dem irdischen Dienst zu tun. Und zwar, wenn der Hohepriester ins Allerheiligste ging, dann wurde das Heiligtum geweiht. Es war ein Symbol des jüngsten Tages, eines Gerichts. Und wenn ein Jude damals an Yom Kippur nicht teilnehmen wollte, dann war er abgeschnitten von seinem Volk. Und somit müssen wir Teil sein dieses Prozesses und wir müssen uns diesen Wahrheiten unterstellen, dass Jesus Christus der Schöpfer ist, der Erlöser ist, der Richter ist und dass sein Gesetz das Maßstab ist, der Maßstab ist für dieses Gericht. Es gab auch eine andere Zeit, die sehr wichtig war in Daniel, und zwar die Zeit 538 bis 1798. Diese Zeit wird ständig in Offenbarung und dergleichen genannt. Und am Ende dieser Zeit sollte die Endzeit anfangen und die Botschaft sollte herausgehen, dass wir in der Zeit des Gerichts leben und dass wir den anbeten sollen, der Himmel und Erde und die Wasserquellen geschaffen hat. Mit anderen Worten, Jesus Christus zentriert und gehorsam ihm gegenüber. Und ein anderes System würde zur selben Zeit erscheinen, das haben wir in Offenbarung 11 gesehen, das Krieg führen würde gegen das Wort Gottes. Und dieses System kommt aus dem Abussos, von unten nach oben, und ist ein System, das sich gegen Gott stellen würde. Also ein Kampf nach dieser Zeit und nach 1844 insbesondere, wo zwei Lehren in die Welt hineingehen. Die eine christozentrisch, die andere luziferzentrisch. Es wird eine Zeit geben, wie sie noch nie gab, eine Zeit des Trübsals. Es kommt eine ganz schlimme Zeit hier auf Erden, sagt die Bibel. Aber zu der Zeit werden diejenigen erlöst werden, die im Buche geschrieben stehen. Mit anderen Worten, es wird einen Unterschied geben zwischen denjenigen, die Gott dienen und denjenigen, die Gott nicht dienen. Und diese Aufträge sind ein Aufruf, dass Menschen sich Jesus Christus und seinem Gesetz unterstellen, eher Menschengesetzen und menschlichen Systemen, wohinter ein ganz anderer Geist wirkt. Aber du, Daniel, verschließe dieses Wort, versiegle dieses Buch bis zur Zeit des Endes. Das hatten wir ja in einem ganzen Vortrag studiert. Und das Wissen wird sich vermehren, ist das Versprechen in Daniel. Gut, rund um diese Zeit kommen diese beiden Systeme gegeneinander, werden sie gegenübereinander gesetzt.
Das eine System, biblisch fundiert, die Prophezeiungen der Bibel werden wieder wichtig. Das andere System kommt von unten und hat einen Rauch, der die Erde verdüstern soll. Also während dieser Zeit wird ein Überbleibsel eine Botschaft predigen von Trennung von der Welt. Kommt aus ihr raus, mein Volk, trennt euch von Babylon. Und eine andere Botschaft wird gepredigt, dass Trennung nicht erlaubt ist. Alle sollen sich einigen unter einem System. Die Französische Revolution war dann der erste Ausläufer dieses Systems. Und da wurde ein Gesetz dargestellt auf zwei Tafeln, das heute in der Welt sehr bekannt ist. Das System der Menschenrechte. Jetzt die Menschenrechte, wenn man sie so liest, hören sich ganz tadellos an. Sie hören sich so logisch an, dass kein Mensch sehen würde, dass da etwas verkehrt ist an diesen Menschenrechten. Aber diese Menschenrechte haben in sich den Samen des Ungehorsams. Das erste Gebot sagt, man soll keine anderen Götter dienen, es gibt nur einen Gott. Dieses System sagt, nein, du darfst viele Götter haben. Das zweite Gebot sagt, du darfst keine Götzen haben. Dieses System sagt, du darfst Götzen haben. Das dritte Gebot sagt, du darfst nicht den Namen des Herrn, wie sagt es, missbrauchen in Deutsch. Darfst ihn nicht missbrauchen. Der Name Jesus wird mehr missbraucht heute als je zuvor. Das vierte Gebot sagt, du sollst den Sabbat heiligen. Dieses System sagt nein. Der Mensch hat das Recht auf einen Ruhetag, aber dieser Ruhetag ist nicht Samstag, sondern Sonntag. Das fünfte Gebot sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Sagt es das nicht? Du sollst Vater und Mutter ehren. Dieses System sagt, die Kinder haben das Recht, haben ein Menschenrecht auf ihre eigene Wahl und dürfen gegen die Eltern sein. Ja. Jedes Gebot. Wir können sie alle aufzählen. Diebstahl, du darfst nicht stehlen, du darfst nicht deinen Nächsten Hab und Gut begehren. Dieses Gebot der Menschenrechte sagt, wenn du Not hast, darfst du es machen. Darfst ihn sogar totschlagen, derjenige, der es hat, wenn du es haben willst. Rerum novarum, liest mal den päpstlichen Enzyklikal, der auch die Basis der Menschenrechte angeblich unterstützt. Jedes einzelne Gebot wird durch dieses System gebrochen. Es ist eigentlich schrecklich. Und natürlich, der Faschismus steht dahinter, denn da ist die Faschiai und Mithraismus, Sonnenkult, luziferischer System. Und das Auge Luzifers steht dahinter. Er hat ein System und er hat es aufgestellt im Gegensatz zu Gottes Wort. Er hasst die Gebote Gottes. Denn wegen den Geboten Gottes ist er nicht mehr im Himmel. Und er hat ein anderes System. In dieser gleichen Zeit, rund um 1798, sehen wir Freimaurerei, die entsteht. Freimaurerei, die Luzifer anhebt als Gottheit. Wir sehen den Spiritismus, wir sehen die Theosophie gleichzeitig, wir sehen falsche Propheten, wir sehen aber auch wahre Propheten. Und da kommt ein ganzer Vortrag über dieses Thema. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen wissen, wer sind die richtigen Propheten und wer sind die falschen Propheten. Plötzlich eine Riesenreihe an falschen Propheten während dieser Zeit. Die Mormonenbewegung kommt während dieser Zeit, um alle Menschen genau auf Buch zu stellen, dass jeder weiß, wer woher kommt, was, wie die Zusammenhänge sind. Jehovas Zeugen, Christian Science Bewegung, alle entstehen sie in dieser kurzen Zeit, um Jesus Christus als Gott und Schöpfer zu entthronen. Karl Marx kommt und der Atheismus wird voll als politisches System dargestellt. Stell euch das mal vor, ein politisches System im Atheismus geprägt. Und zwar schreibt er seinen
kommunistisches Manifesto in 1844. Das ist reiner Zufall vielleicht, aber es ist interessant, dass es während dieser Zeit passiert. Und dann die große Lehre der Evolution. Darum hatten wir ja auch Vorträge über Evolution und Schöpfung. 1844 geht eine ganz klare Botschaft in die Welt hinein. Ehre Gott, gib ihm die Ehre, bete den an, der gemacht hat, Himmel und Erde, den Schöpfer, Jesus Christus. Das ist die eine Wahrheit. Und wann? 1844 wird Darwins Ursprung der Arten in die Welt hineingeschickt. Da steht es in seinem Vorwort, 1844. Also gleichzeitig haben wir zu dieser Zeit den Atheismus als Staatssystem und wir haben den Darwinismus, beide entfernen Jesus Christus. Und eine ganz klare Botschaft. Zeit seines Gerichts. Maßstab ist das Gesetz. Bete den an, der gemacht hat, Himmel und Erde. Das sind keine Zufälle, glaube ich. Gleichzeitig entsteht eine Religionsgruppe. Hier haben Sie Ihre Liste von, wie sie entstanden sind. 5000 Jahre her, sagen sie, unbekannt, dann kam 2000 Jahre her Krishna, dann Moses, dann Zoroaster, dann Buddha, dann Christus, dann Mohammed und dann 1844 der Bab, der göttliche Bab, über den haben wir ja gestern Abend geredet. Ist das Zufall, dass der gerade 1844 kommt? Naja, wenn die Baha'i eine kleine, unwichtige, kleine Gruppe wären, so wie meisten glauben, dann wäre das vielleicht interessant. Aber sie sind nicht eine unwichtige Gruppe. Die Baha'is haben die größte Vertretung in der UNO von allen Religionen. Natürlich, da ist eine andere Gruppe hinten, hinter den Baha'i, die sie steuert. Aber für die Außenwelt soll es aussehen, als ob die Baha'i die größte Repräsentation haben bei der UNO von allen Religionsgruppen. Warum? Weil Baha'i sagt, alle Religionen unter einem Hut. Und das ist das neue Babylon. Das ist das neue Babylon. Also diese Botschaft 1844 ist Inklusivität. Inklusivität. Gleichzeitig, 1844, geht eine Botschaft in die Welt hinein, Exklusivität. Sondert euch ab, kommt raus aus ihr mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Was ist Sünde? Wieder das Gesetz. Alles spielt sich ab rund 1844. Das ist doch interessant. Hier ist dieser Bab, der sich als Gott erhöhte. Aber ob der das jetzt gemacht hat oder nicht, ist ja nicht die wichtige Sache. Die Sache ist, wofür steht dieses System? Worum geht's? Da sind die Baha'i-Tempel und wir haben es gestern Abend studiert. Die fundamentale Einheit aller Religionen. Und dann folgen eine ganze Reihe Menschenrechte, die auch so für sich alleine alle recht gut aussehen. Aber in der Praxis, wie sie ausgeführt werden, ein ganz anderes Bild darstellen. Gut, ich war in diesen Baha'i-Tempeln und in jedem Baha'i-Tempel wird man drei Bücher finden. Das eine Buch ist die Bibel, das andere Buch ist der Koran und das dritte Buch ist das Buch der Baha'i. Jetzt, weil das Gebot sagt, du sollst nicht stehlen, habe ich das Buch nur aufgemacht und fotografiert. Und nicht mitgenommen. Es wäre schön, wenn ich es hätte, ich habe es aber nicht. Und hier steht dann schön geschrieben, wie es aussehen soll und worum es eigentlich geht. The wronged one. Derjenige, der missverstanden wurde, der wronged wurde, dem man übel angetan hat. The wronged one hat immer schon das gewollt, und den Wunsch gehabt, dass alle eins sind. So nebenbei gesagt. Und es wird dir geschrieben, dass alle Inspiration, alle Glaubensgemeinschaften
haben einen himmlischen Ursprung. Und die Unterschiede, die es gibt, und dass einige glauben, dass sie besser sind wie andere, das kommt von einem anderen Geist. Und so wird hier dann beschrieben, dass wir alle eins werden sollen. Alle Religionen müssen ihre Exklusivität aufgeben und eine Inklusivität annehmen. Dan Wheatley schreibt, als Bahai sehe ich mich als ein Weltbürger. Ich glaube ganz stark dran, dass die Welt sich vereinigen wird in einer vereinigten globalen Gemeinschaft, eine menschliche Familie, Einheit in Diversität, in Verschiedenheit und dass alle gleich sind. Also dieses Konzept der Einheit in der Verschiedenheit ist ein tiefes geistliches Konzept und es ist der Schlüssel, Gedanke des Baha'is Glauben. Und es ist notwendig, ein notwendiger Konzept für die Lösung der globalen Probleme. Also das ist der Baha'i-Gedanke. Naja, es hört sich schön an, aber das Problem ist, dass die Bibel das Gegenteil sagt. Und somit eine Oikumene, die mehr als nur die christliche Welt betrifft, aber alle Religionen der Welt. Also diese zwei Botschaften gehen 1844 in die Welt hinein. Rund um diese Zeit, um einen Geist zu geben an diesem System, sind die Fox Sisters dabei. Hier ist ihr Geburtsplatz, März 31, 1848, kurz nach dieser Zeit, kommen die Fox Sisters und der moderne Spiritismus fängt an. Und der siebte Engel goss seine Schale in die Luft und es kam eine Stimme aus dem Tempel im Himmel vom Thron sagen, es ist vollendet, es ist getan. Offenbarung 16, Vers 17. Das ist das Nächste, was passiert zwischen dieser Zeit und dieser Zeit, von der wir sprachen. Helena Petrovna Blavatsky und Annie Ward Besant und Alice A. Bailey schicken ganz klare Botschaft in die Welt hinein, dass die esoterische Lehre ist, Luzifer ist Gott, Jesus Christus ist Satan. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Denn die Bibel sagt, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, dass, wenn man sagt, dass das, was von Gott ist, von Satan ist und es wirklich im Herzen meint. Wie viele junge Leute glauben nicht, dass sie die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben, wenn sie ausgerutscht sind oder Drogen genommen haben oder dies gemacht haben oder die Kirche verlassen haben? Das ist nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn Ausrutschen auf der Bananenschale die Sünde gegen den Heiligen Geist ist und 100-mal Ausrutschen die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, dann sind wir alle verloren. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, um mit Überzeugung zu sagen, dass Jesus Christus Satan ist. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Denn Jesus hat uns gezeigt, dass er Liebe ist, dass er würdig ist, angebeten zu werden und dass er der Einzigste ist, der für die Menschheit Gutes getan hat und Gutes tun will. Aber diese Leute, die drehen den Spieß um und machen Jesus einen Satan. Und die esoterischen Schriften gehen in die Welt seit 1844 mit einem Gegner, ein System, das sagt, nein, Jesus Christus in den Mittelpunkt. Er ist Schöpfer. Bete den an, der gemacht hat, Himmel und Erde und die Wasserquellen. Jetzt, wo steht das geschrieben? Im Gesetz? Nur im vierten Gebot. Nur im vierten Gebot finden wir diesen Siegel Gottes, dass er der Schöpfer und der Eigentümer und der Herrscher dieser Welt ist. Also der Sabbat geht in die Welt als Gegensatz zum ersten Tag der Woche. Das System der Welt akzeptiert den Sonntag
Und der Sabbat, sagt Christus, ist Schöpfer und Erlöser. Naja, viele falsche Propheten steigen auf in dieser Zeit und es werden viele in die Irre geführt. Ist es nicht interessant, dass genau 1844 dieses Sinaiticus, Codex Sinaiticus, entdeckt wird bei Mount Sinai? Eine ökumenische, achtmal überarbeitetes Werk, das so verkratzt war, dass sie es weggeschmissen haben. Das soll das Authentische sein. Und Jesus Christus als Schöpfer, als Erlöser, als Gott existiert nicht in diesem ökumenischen Manuskript, das von Origons Gedankengut stammt. Und genau 1844 schickt dieses System, diese Botschaft in die Welt hinein, dass wir eine ökumenische, veränderte Bibel haben dürfen. 1. Mose 3,15: I will put enmity between you and the woman, Streit zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird der Schlange den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse, was sagt man da? In die Ferse stechen. Gut, das ist, was die Bibel sagt. Was sagt die Douay Rheims Online Bible? Ganz interessant. Naja, die kommt aus diesem Stall, das haben sie nicht gewagt, in den Bibeln zu ändern. Aber die aus diesem Stall, diese Bibel sagt: Ich werde Streit setzen zwischen dir und dem Weibe und deinem Samen und ihrem Samen, und sie wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Wow! Jetzt ist die Gottheit plötzlich was? Weiblich. Eine satanische Lehre. Jesus Christus ist nicht der Lehrer, ist nicht der Erlöser, sondern eine Isis oder in Marienform oder was für eine Form auch immer. Das ist ja eine schlimme Sache. Jesus Christus, 1844, soll ersetzt werden mit einer allgemeinen Geierfigur. Das ist ja der Hammer. Robert Mueller schreibt, die großen Religionen wollen alle dasselbe und wir brauchen heute eine Konvergenz, eine Zusammenkunft von all diesen verschiedenen Religionen und eine neue Definition oder eine Suchung nach diesem kosmischen, göttlichen Gesetz. Haben Sie es nicht? Hat Gott nicht Mühe gemacht, um Ihnen ein Gesetz zu geben? Ja, hat sogar auf Steintafeln geschrieben. Und wir brauchen eine weltweite geistliche Ökumene. Und wir brauchen diesen auferstandenen Christus, der alle zufriedenstellt. Das ist ja ein System, das direkt gegen die Bibel spricht. Und Frieden wird unmöglich sein, wenn der Fundamentalismus nicht beherrscht wird durch die Vereinigten Religionen. Ja, und diese Vereinigten Religionen, die stellen vor, die Treue einem globalen, einer globalen Spiritualität und Gesundheit dieses Planetes. Also alle müssen sie zusammenkommen und das kann nur passieren. Ist ja logisch, sie haben ja recht. Wirklich, Rob Mueller hat recht. Die verschiedenen Religionen, alle Religionen können sich nur einigen auf dieser Welt, wenn der Fundamentalismus unterdrückt wird. Es gibt keinen anderen Weg. Er muss unterdrückt werden. Und Fundamentalismus in der Bibel oder in der Definition eigentlich heißt, glauben, was die Bibel sagt. Das ist die Definition von Fundamentalismus. Heute haben sie gesagt, ja, Fundamentalismus ist, wenn einer sich in die Luft hochsprengt. Nein, das ist nicht Fundamentalismus, das ist Wahnsinn.
Fundamentalismus ist, wenn man die Bibel wörtlich glaubt. Dann ist man ein Fundamentalist. Und dann kann man mit diesem System nichts zu tun haben. Und dann haben sie keine Wahl, wenn alle zusammenkommen müssen, dann muss dieser Fundamentalismus muss beherrscht werden. Ja oder nein? Es gibt keinen anderen Weg. Also, was für eine Zukunft habe ich zum Beispiel nach diesem Zitat hier auf Erden? Keine. Ich habe keine Zukunft. Ich habe keine Zukunft. Aber warum macht mir das keinen Kummer? Weil ich an Jesus Christus glaube und ich glaube an sein Wort. Darum macht das mir keinen Kummer. Also was wollen Sie machen mit diesem Fundamentalismus? Der muss aus dem Weg, der muss weggeräumt werden. Diese neue Weltreligion muss auf menschliche Beziehungen berufen werden. Und das ist, was überstanden hat in der Zeit. Und für dieses kämpft die UNO, menschliche Beziehungen. Nein, ich habe nichts gegen menschliche Beziehungen, solange ich meine Beziehung zu meinem Gott haben kann. Aber wenn ich die nicht haben kann, wenn ich sie aufgeben muss, dann will ich mit diesen nichts zu tun haben. Gott ist erst und dann kommt das andere. Mein großer persönlicher Traum ist eine gewaltige Allianz zwischen den großen Religionen und der UNO. Das können sie ja gut haben, solange sie mich in Ruhe lassen. Denn ich will mit dieser Allianz nichts zu tun haben. Denn die Bibel sagt, bete den an, der gemacht hat, Himmel und Erde und die Wasserquellen. Und nicht den, den sie hier erhöhen. Also der Kampf geht eigentlich zwischen Herrschaft der Erde. Satan sagt, ich bin der König dieser Erde und ich herrsche. Jesus Christus sagt, ich bin der Erlöser und ich habe die Welt geschaffen, denn die Bibel sagt, nichts ist hier geschaffen, das nicht durch Jesus Christus geschaffen ist. Ist es nicht so? Epheser sagt, Gott hat die Welt geschaffen durch Jesus Christus. So, hier ist meine Wahl. Jetzt, dieser Schöpfergott ist Herr des Sabbats, denn der Sabbat sagt, du sollst den Sabbat halten, denn Gott hat geschaffen in 6 Tagen. Und Jesus Christus sagt, ich bin Herr des Sabbats. Hier kommt ein anderer Stellvertreter eines anderen Systems und er sagt, nein, du sollst den Sonntag heiligen, du sollst nicht den Sabbat heiligen. Also hier ist der apostolische Brief, der ist Domini vom Papst Johannes Paulus II. Und es geht um die Heiligung des Sonntags. Und der kam raus am 7. Mai 1998. Und hier schreibt er, dass dieser Sonntag beruht sich auf Tradition, nicht auf der Bibel. Und Sonntag ist des Herrentag und die Eucharistie ist das Herz des Lebens der Kirche. Die Eucharistie. Und das ist eine wieder und wieder und wieder Opferung Jesu Christi. Und Jesus ist nur einmal geopfert für allemal. Und dann kommt eine lange Geschichte, wo erklärt wird ganz deutlich, dass der Sonntag ist ein Tag, wo die Faithful, die Treuen, nach Maria schauen. Ha! Also Maria ist diejenige, für die der Sonntag eigentlich dasteht. Und sie lernen von ihr, um ihn zu halten. Von Sonntag zu Sonntag folgen wir in den Fußspuren von Maria. Aber das ist natürlich eine okkultische Maria, nicht die ursprüngliche Maria, denn die hat den Sabbat gehalten. Das ist es. Also hier ist Luzifer im Hintergrund. Und sie folgen in den Fußspuren Maria und sie gebrauchen ihre mütterliche Vermittlung. Motherly Intercession. Ihre Vermittlung. Aber meine Bibel sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Mensch und Gott und das ist wer? Jesus Christus. Also dies Domini sagt, Sonntag, ein Tag Maria geweiht und wir folgen ihren Fußspuren. Aber die Bibel sagt,
wir sollen wessens Fußspuren folgen? Jesus Christus. Also wir haben hier ein Problem. Ein Riesenproblem. Er hat auch kein Problem in diesem Dokument von ihm, um ganz deutlich zu sagen, wo es lang geht. Es ist ein Tag der Sonne. Und dann redet er über Sonntagruhe und Gesetze für Sonntag. Er sagt, in der Vergangenheit hat die Kirche Gesetze gemacht, um zu ruhen am Sonntag. Und die früheren Päpste, Papst Leo zum Beispiel, in seinem berühmten Enzyklikel hat geschrieben, welches Enzyklikum? Rerum Novarum. Er zitiert ihm hier, dass der Sonntag ein Ruhetag ist, auf die Arbeiter ein Recht haben und der Staat muss dieses Recht garantieren. Es muss also Sonntagsgesetze geben, sagt er. Darum, in den Umständen unserer Zeit ist es notwendig, dass Christen dafür sorgen, dass es Gesetze gibt, die unser Recht, unser Menschenrecht, um Sonntag zu halten, heiligen. Also, hier ist ein Gesetz, das gemacht, wofür der Papst fragt. Er fragt für Sonntagsgesetz, damit alle in den Fußspuren von Jesus, Maria, gehen können. Und die Sunday Times von London schreibt, Pope launches crusade to save Sunday. Papst möchte den Sonntag retten. Mach es ganz deutlich, dass der Sonntag, dass er da nicht gearbeitet werden soll und dass er gefeiert werden muss als des Herrn Tag. Also der Papst fragt hier für dieses Sonntagsgesetz. Israel sogar will den Sonntag einführen. Ist das nicht interessant? Sogar Israel will den Sonntag neben den Sabbat einführen. Deswegen. Wir haben nämlich Menschenrechte und eines unserer Rechte ist, um einen Feiertag zu haben, in dem wir Gott verehren und dieser Tag soll der Sonntag sein. Hier bei euch gibt es ja diese Säulen, da könnt ihr ja schön lesen, was die Menschenrechte sind. Aber dieses Menschenrecht ist gegen Gottes Gesetz, denn es geht um den Sonntag, es geht nicht um den Sabbat. Maria, angeblich in Visionen oder in Erscheinungen, sagt ganz deutlich, dass das Problem in der Welt ist die Entheiligung des Sabbats. Und sie sagt, ich habe euch 6 Tage zum Arbeiten gegeben, der 7. ist für mich und keiner will ihn halten. Das ist, was meinen Sohn, seinen Arm, so schwer macht. Und wir sollen doch wieder diesen Ruhetag halten. Gut. Nur ein paar Tage danach, nach diesem Enzyklikum, kommt ein neues vom Papst, das heißt Ad Tuendum Fidem. Und da steht geschrieben, in Kanon 1436, dass irgendeiner, der eine Lehre, die vom Papst als Wahrheit erklärt wird, ablehnt und nicht zu seinen Sinnen kommt, nach einer Warnung oder bestimmten Zeit, nachdem er legitimately warned ist, also gewarnt ist, der soll bestraft werden als Heretiker. Wow, das ist das erste Mal, dass das Papsttum dieses Wort Heretiker wieder gebraucht, seit dem Umsturz des Papsttums. Also jetzt gibt es heutzutage wieder Heretiker und das sind die, die nicht gehorsam sind, wenn der Papst etwas gesagt hat. Aber gerade 11 Tage vorher hat er ja gesagt, wir müssen den Sonntag heiligen. Und die können natürlich exkommuniziert werden, aber sie können auch ihr Hab und Gut verlieren. Und wer so eine Lehre beiseite legt oder rejects, nicht akzeptiert, so wie sie vom Papst oder Bischofskollegium ausgerufen wurde, oder sagt, dass sie verkehrt ist und der nicht zu seinen Sinnen kommt, nachdem er gewarnt ist, der soll bestraft werden mit einer angebrachten Strafe. Sehr gut geschrieben. Wer das auch geschrieben hat, hat genau gewusst, was er schreibt. Also, heutzutage, wenn wir nicht gehorchen, wenn der Papst etwas gesagt hat, dann ist man ein was? Ein Heretiker.
und man soll bestraft werden mit einer was? Angebrachten Strafe. Was war denn die Strafe damals für Heretiker? Der Tod. Das war die Strafe für Heretiker. Also, hier habe ich ein Problem. Denn nicht nur glaube ich, dass er falsch ist, sondern er ist gegen die Bibel und ich kann ihm nicht gehorchen. Also bin ich Heretiker nach seiner Definition und müsste man dann eigentlich bestraft werden, irgendwann nach diesem neuen Gesetz. Und wie er alle seine Enzyklikas unterschreibt, sagt er, wir befehlen, dass alles, was durch uns großgeschrieben, als Dekret rausgegeben wird und so weiter, gültig ist hier und da und, gegeben durch uns am 18. Mai 1998 im 20. Jahr unseres, mit dem großen O, Pontifikats. Also wir uns, großgeschrieben. Ja, wo lesen wir denn wir und uns großgeschrieben in der Bibel? Lasset uns den Menschen schaffen nach unserem Ebenbild. Also hier, durch diese Dinge so zu schreiben, und wir finden das in all den Enzyklikalen, sagt er, er ist gleich mit Gott. Aber er hat ein anderes Gesetz. Wow. Okay. Wir haben ihn in einem Vortrag schon gesehen, als wir Offenbarung Kapitel 10 besprachen, dass es nur zwei weltweite Glaubensgemeinschaften gibt in der Welt. Die eine Glaubensgemeinschaft ist die römisch-katholische Kirche, die sagt, gehorcht nicht Gott, gehorcht mir. Und die andere Glaubensgemeinschaft ist Siebentags-Adventisten, die sagen, was die Bibel sagt, gehorche Gott. Halte den Sabbat. Jetzt hier sagt die katholische Kirche in Storia della Domenica in 1969, sagt sie, nicht der Schöpfer des Universums im 1. Mose 2, 1 bis 3, aber die katholische Kirche kann die Ehre auf sich nehmen, dass sie dem Menschen eine Ruhepause alle 7 Tage gegeben hat. Wow! So eine Frechheit. Also, die katholische Kirche nimmt die Ehre für den Ruhetag? Ja, natürlich, sie sagt doch, der Sonntag. Dafür kann sie ja die Ehre nehmen. Aber für den Sabbat, kann sie den nehmen? Nein. Und dann noch ein altes Zitat, und da werden wir jetzt gleich drauf eingehen. Catholic Mirror, 1893. Das war ein ganz, ganz wichtiges Zitat. Und das war nämlich der Erzbischof, der Kardinal selber, der hier verantwortlich war für diese Zitate, der sagt, Reason and Common Sense demand, also Reason ist was? Verstand, Urteil und gesunder Urteil, erwarten das Annehmen des einen oder des anderen. Entweder Protestantismus und die Heiligung des Samstags, oder Katholizismus und die Heiligung des Sonntags. Kompromiss ist unmöglich. Ist das nicht ein interessantes Zitat? Also Kompromiss ist unmöglich. Jetzt das war 1893 und viele Leute werden sagen, aber das ist lange her. Dinge haben sich geändert bis dann. Das Papsttum hat sich geändert. Nein, Papsttum hat sich nicht geändert. Sonntag, sagen sie, ist unser Kind, unser Baby. Ohne dass die Protestanten ein Wort zu sagen haben darüber. Ohne dass sie ein Wort darüber sagen. Ihr mögt die Bibel lesen vom Anfang von 1. Mose bis zur Offenbarung. Ihr werdet nicht einen einzigen Satz finden, der die Heiligung des Sonntags erwartet. Die Schrift befiehlt die Heiligung des Samstags. Ein Tag, den wir nie heiligen. Sagt Kardinal Gibbons in Faith of Our Fathers. Ganz deutlich, es wird einen Kampf geben zwischen Herrschaft. Siegel Gottes, Siegel Tieres. Eins von beiden. Der Sonntag ist eine Schöpfung der katholischen Kirche. American Catholic Quarterly Review.
Sonntag ist ein Gesetz der katholischen Kirche allein, American Sentinel. Die Sonntaghaltung durch Protestanten ist eine Ehre, die sie uns zeugen und der Autorität der katholischen Kirche zeugen, gegen alle ihre Prinzipien. Wow! Also die katholische Kirche sagt ganz deutlich, worum es geht. In diesem Brief hier, The Question Box, Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, Seite 4, sagt die katholische Kirche in Antwort auf eine Frage über den Sabbat, sagt sie, die katholische Kirche hat den Sabbat geändert zum Sonntag durch ihre göttliche Macht und ihrer unfehlbaren Autorität, die ihr gegeben wurde durch ihren Gründer Jesus Christus. Und die Protestanten, die glauben oder die behaupten, dass die Bibel der einzigste Führer für den Glauben ist, haben keinen Grund für den Sonntag halten. In dieser Hinsicht sind die Siebenten-Tags-Adventisten die einzigsten konsequenten Protestanten. Das ist die katholische Kirche, die das sagt, nicht ich. Also nur die Siebenten-Tags-Adventisten sind konsequente Protestanten nach diesem Text. In 1995 schreibt der Kardinal bei der St. Catherine Catholic Church Sentinel, das schreibt hier, Leute, die glauben, dass die Schrift die einzigste Autorität sein sollte, müssten logischerweise Siebentags-Adventisten werden und den Samstag heiligen. Gut, also haben wir jetzt ein ganzes Paar Zitate von der katholischen Kirche, die behaupten, dass die Siebentags-Adventisten die einzigsten konsequenten Protestanten sind. Und wenn man behauptet, dass man der Bibel folgt, dann müsste man eigentlich Siebentags-Adventist werden. Jetzt, im Jahre 2003, wahrscheinlich noch in 2004, ihr könnt ja in die Webpage reingehen, ihr könnt es ja selbst sehen, Rome's Challenge, www.immaculateheart.com und die Zeitschrift Mary Online. Das ist ja der Hammer. Jetzt zitiert die katholische Kirche gerade jetzt, in dieser Zeit, wo der Papst einen Aufruf gemacht hat am 1. Januar für eine neue Weltordnung und gesagt hat, alle Glaubensgemeinschaften müssen sich einigen, Christen müssen sich einigen, alle müssen sich einigen. Genau zu dieser Zeit kommt Rom und wiederholt diese selbe Sache. Und sie schreiben hier in ihrem Anfangssatz, die meisten Christen glauben, dass Sonntag der biblische Tag der Anbetung ist. Die römische katholische Kirche protestiert, dass sie den christlichen, dass sie die Anbetung vom biblischen Sabbat, Samstag, zum Sonntag verlegt hat. Die katholische Kirche protestiert. Sie sagt, nein, wir haben den Tag verlegt. Und um zu versuchen, um es biblisch zu belegen, dass ihr recht habt, ist unehrlich und eine Leugnung der katholischen Autorität. Wow! Das ist jetzt! Das ist jetzt! Das ist nicht gestern, das ist nicht in der Vergangenheit, das ist jetzt! Ja, aber katholische Kirche, was sagt ihr denn im Jahr 2004? Was sagt ihr denn, wenn Protestantismus, welche sagen, dass ihre Lehre auf der Bibel gegründet ist, recht hätten, dann müssten sie am Samstag Gottesdienst haben. So, das ist, was die katholische Kirche jetzt öffentlich sagt. Dann zitieren sie diesen ganzen Artikel von damals im Baltimore, im Catholic Mirror, der kam raus im September 1893. Dieser ganze Artikel. Und hier kommt ein Artikel, da wird genau beschrieben, warum der Artikel erstmal erschien. Warum? Weil die Siebentags-Adventisten in den Vereinigten Staaten sich beschwert haben, als Gesetze hereinkommen sollte, die Vereinigung von Staat und Kirche herbeiführen würde. Und dann hat Rom geantwortet durch dieses Schreiben, wo sie ganz deutlich sagen, in diesem
Artikel in Mary Online, dass die Siebentags-Adventisten die einzigsten sind, die die Bibel folgen in dieser Hinsicht. Protestanten sagen, sagt dieser Artikel, wie können wir die Lehre einer abtrünnigen Kirche folgen, meinende Rom? Wie, fragen wir, habt ihr es geschafft, um ihre Lehre bis jetzt innezuhalten, indem ihr euren Sabbat hält und nicht den biblischen Sabbat, unseren Sabbat? Und diejenigen, die die Bibel haben, die Israeliten und die Siebenten-Tags-Adventisten, haben all die Beweise an ihrer Seite, wogegen die biblischen Protestanten nicht ein Wort haben, um sich zu verteidigen, indem sie den Samstag, den Sonntag für den Sabbat halten. Und hier sagen sie ganz eindeutig, nur die Adventisten haben die Bibel als Führer und sagen Sabbat, darum sind sie auch siebenten Tags Adventisten. Der ganze Artikel wird hier wieder aufgezeichnet. Und dann sagen sie ganz, ganz frech, kein Protestant, der heute lebt, hat je den Befehl gehalten, dass man den Sabbat heiligen soll. Lass die Bibel entscheiden, ob Samstag oder Sonntag. Lass die Bibel entscheiden. Und dann kommt die katholische Kirche mit einem Bibelstudium, das ein Adventist nicht hätte besser machen können. Und dann kommt da ein Zitat vom Editor, vom Herausgeber. Und der sagt, die Bibel, so wie sie durch die Kirche und die Väter ausgelegt wird, ist eine Position, die durch die katholische Kirche beim Konzil zu Trier bestätigt wurde. Und er erklärt ganz deutlich, dass während dieses Konzils die Sabbatfrage die wichtigste aller Fragen war. Denn die Protestanten haben gesagt, die Bibel und die Bibel alleine, und die katholische Kirche hat gesagt, nein, Tradition ist maßgebend. Und das ist der Rahmen, in dem irgendwelche biblischen Texte erklärt werden müssen. Und der Kardinal ist aufgestanden und hat gesagt, ihr Protestanten hält den Sonntag, ihr hält also unsere Tradition und darum eure eigene Konfession sagt, dass Tradition steht über die Bibel. Ihr sagt die Bibel und die Bibel alleine, aber ihr hält es nicht. Und proof. The written word explicitly enjoins the observance of the seventh day Sabbath. They do not observe the seventh day, but reject it. Die Bibel sagt, halt den Sabbat, aber ihr Protestanten hält ihn ja nicht. Und dann sagt er hier, ja, diese Protestanten stehen gerichtet durch ihr eigenes Wort. Wow, starke Worte. Protestantismus is indefensible, kann man nicht verteidigen, sagt dieses katholische Werk. Was werden diese Protestanten tun? Was werden diese Protestanten tun? Schreibt der Editor damals. Und jetzt, was sagt der Herausgeber von Mary Online heute in 2003, 2004? Jetzt hört mal an, was er sagt, was das Problem in der Welt ist. Die katholische Kirche am Wort. The challenge, die Herausforderung durch Rom gegeben, 100 Jahre her in diesem Brief, steht heute noch. Entweder die katholische Kirche hat recht oder die Siebentags-Adventisten haben recht, da kann keine andere Wahl sein. Bumm, ich dachte, ich fall vom Stuhl, als ich das las. Entweder die katholische Kirche hat recht oder die Siebentags-Adventisten haben recht. Es gibt keine andere Wahl. Also wer sind die Fundamentalisten, die gegen das System stehen? Wer sind sie? Beim Namen genannt hier. Siebentags-Adventisten. Jetzt, ich selber war ja römisch-katholisch. Aber als ich gemerkt habe, dass die Bibel maßgebend ist und dass die römische katholische Kirche genau das Gegenteil tut, was die Bibel sagt, hatte ich ja keine Wahl.
Wenn ich glaube, was in der Bibel steht, was muss ich dann machen? Dann muss ich herauskommen. Ich muss herauskommen und ich muss mich an dem System anschließen, welches die Bibel und die Bibel alleine als Maßstab hat und eine Doktrine hat, die nach Gehorsam fragt. Eine Doktrine. Ich rede nicht über die Einzelnen. Die Siebentags-Adventisten sind nicht alle Heilige mit Heiligenscheinen. Im Gegenteil, da ist ein Krieg in der Kirche. Und was die Leute tun, ob sie das tun oder nicht, oder ob sie mit dem Papst Küsschen machen oder nicht, ist mir egal. Es geht um die Lehre. Die Lehre sagt, wir halten die Bibel und wir halten Gottes Gebote. Und das ist offizielle Lehre. Das ist die Wahrheit. Meine Mutter war Lutheranerin. Was muss ich machen? Muss ich Lutheraner werden? Kann ich? Nein. Die katholische Kirche sagt, ihr hört ja nicht auf, was die Bibel sagt. Kann ich Calvinist werden? Meine Frau ist Calvinistin. Kann ich ihrem Glauben folgen? Nein, ich kann nicht. Was musste ich werden? Ich hatte keine Wahl. Ich musste Siebentags-Adventist werden, ob ich wollte oder nicht. Streitend und kämpfend und nein, ich will nicht. Aber die Bibel hat gesagt, so ist es. Und die katholische Kirche sagt genau das Gleiche. Entweder man wählt sola scriptura und man sagt, man ist Protestant, man glaubt der Bibel und der Bibel allein, oder man glaubt es nicht. Ein Kompromiss gibt es nicht. Und dann 1999 sagt die ganze Weltgemeinschaft der Religionen, dass diese Fundamentalisten, und zwar nicht die muslimischen, nein, es wird genau genannt, die christlichen Fundamentalisten müssen verurteilt werden, welche die Freiheit der Sprache missbrauchen und andere versuchen zu überzeugen, dass sie sich ändern müssen. Wow. Jetzt fallen wir in diese Kategorie, ja oder nein? Ja, wir fallen in diese Kategorie, ob wir es wollen oder nicht. Denn was sagt die Bibel? Was müssen wir machen? Geht hin und lehret. Und bringt sie zu Jesus. Und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret ihnen alles, was ich euch gelehrt habe. Das ist, was die Bibel sagt. Jetzt, wem muss ich gehorchen? Was haben sie gemacht mit den Jüngern? Sie haben die Jünger arrestiert und haben gesagt, ihr redet nicht wieder in diesem Namen von Jesus Christus. Und was haben die Jünger geantwortet? Ja, wem müssen wir gehorchen? Euch oder Gott? Und was haben sie gemacht? Weiter gepredigt. Jetzt, die sagen, wir dürfen nicht mehr. Es ist eine Sünde, um für Jesus zu stehen. Aber die Bibel sagt, ich muss. Ich habe keine Wahl. Also, wow, wir zielen auf einen Konflikt. Es gibt keine andere Wahl. Sie haben es ja selber gesagt. Und sie sollen genannt werden, gefährliche Extremisten voller Hass. Und der Papst soll Oberhaupt sein. Er sagt, ich darf nicht den Sabbat halten. Ich muss den Sonntag, den Maria geweiht ist, muss ich halten. Und was sagt George Bush? George W. Bush, der neue Präsident, der sagt, die beste Art und Weise, um Papst Johannes Paulus zu verehren, eines der großen Männer, ist, um seine Lehre ernst zu nehmen, um auf sein Wort zu hören und sein Wort hier in Amerika in die Praxis umzusetzen. Das ist eine Herausforderung, die wir annehmen müssen. Okay, jetzt habe ich noch ein größeres Problem. Hier ist jetzt ein Staat, der sagt, wir müssen katholische Lehre einführen. Das heißt, Sonntag. Er fragt eigentlich für ein Sonntagsgesetz, denn er hat in seinem Enzyklikel dafür gefragt und jetzt sagt der Präsident der Vereinigten Staaten, die Lehre des Papstes müssen wir in dem System einbauen. Wow, jetzt habe ich ein Problem. Und was, wenn dieses Wesen, dieses amerikanische Wesen, die ganze Welt dazu zwingt, um diesen Ruhetag zu halten? Das wäre ja ein Problem. Das wäre ja ein Problem. New World Religion. New World Religion. Was sagen Sie in Ihrem Newsletter? Da sind die Zitate, alles ist nach Zitat. God works in many ways, through many faiths and religious agency. Gott wirkt durch viele Religionen und religiöse Gemeinschaften. Und das ist der Grund. Eines der Gründe ist, um to eliminate non-essential doctrines, um Doktrinen, die nicht
essential sind, notwendig sind, zu entfernen. Jetzt, welche Doktrine glaubt ihr, muss entfernt werden, weil sie trennen wird? Sabbat. Sabbat wird trennen. Weg damit. Dann steht hier ganz deutlich geschrieben, eliminate that which is non-essential. Nimm das weg, was nicht wichtig ist. Und herorganisiere das ganze religiöse Feld. Und das wird die Geheimnisse, wenn wiederhergestellt, alle Glaubensgemeinschaften vereinigen. Wow, aber meine Bibel sagt, auf ihrer Stirn steht Geheimnis. Und dieses Geheimnis der Hure wird alle versammeln. Ich will mit dem Geheimnis nichts zu tun haben. Jesus hat gesagt, ich habe im Geheimen nichts getan. Natalie Banks sagt, New Ager, Sie müssen Elimination of